Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu XCOM 2 War of the Chosen. Wir sind gerade mitten in einer Advent Blacksite Mission, in der allerersten, die ich so ewig vor mir hergeschoben habe. Und wir haben noch drei, vier Gegnergruppen auf jeden Fall hier, mit denen wir es zu tun haben. Da müssen wir mal gucken, was wir da machen können. Ob wir da was machen können. So, und ach ja, hier. Frank sollten wir auf jeden Fall noch in Deckung bewegen. Ja, da wird er schon gespottet. Oder ich lasse ihn einfach da hocken und dann rennen wir halt nächste Runde hier so geschlossen ans Fenster. Geht das? Da wird auch schwierig, ne? Aber wir könnten vielleicht hier unten hin irgendwie. So, guck mal. Also, warum hat das jetzt gewechselt? Ich dachte, wir. Ach, ich war gerade auf Gecko. Okay, alles klar. Ja, Elena müssen wir ja auch noch wegkriegen. Ja, vielleicht nehme ich die hier oben einfach so ein bisschen aus dem Weg. Hier hin. Oder hier hin irgendwie. Ja, hier kann sie den Turm auf jeden Fall noch im Auge behalten. Oh, das sind echt eine Menge da noch. Remote Start. Was können wir denn hier in die Luft jagen, wollte ich sagen. Hier drüben sind auch noch Schlangen und ein Dings. Da hätten wir zumindest zwei Gegnergruppen und den Turm ausgeschaltet. Das ist vielleicht nicht so doof, oder? Ich mach das einfach mal. Und dann gucken wir mal, was passiert. Das macht 12 Schaden. Man sollte also da alle Gegner ausschalten. Das hat in der Tat ganz gut funktioniert, wie es aussieht. Also 4 Gegner sind wir los. Und der Rest hat nicht so wirklich was mitbekommen, wie es aussieht. Na, die stiefeln hier so gemütlich rum. Oh. Oh crap. Ja, jetzt steht er natürlich da unten. Hier brennt so ein bisschen bei Elena. Das ist natürlich vielleicht auch nicht ganz so gut. Da drüben sieht uns niemand, ernsthaft. Oder wir sehen niemanden. Das wäre super, ne? Wenn wir hier vom Fenster oben einfach direkt runterschießen könnten. Ja, ich lasse mal Frank einfach hier rüber rennen. Begebe mich zu dieser Position. Ah ja, und da sehen wir nämlich doch jemanden. Und zwar gleich richtig viele. Na geil. Da habe ich ja jetzt mitten ins Hornissennest gestochen. Okay, super gemacht. Ah, da müsste ich sprinten. Wen sehe ich denn hier? Da unten den. Jin sieht den auch und sogar besser. Ja, dann muss ich sagen. Oder. Moment. Wir lassen erstmal die beiden hier rüber rennen. Luna müsste ja noch eine Gasgranate haben, ne? Wir haben ja eine Gasgranate gegen die Assassinen verschwendet. Ach, guck mal, jetzt kommen wir sogar. Hier so schön in den Rücken von denen. Schon unterwegs. So, soll ich mal gucken, wie das aussieht mit einer Gasgranate, ob wir da mehr als einen erwischen? Nee, schon hier unten, Luna. Ach, da hinten steht auch noch einer hinter dieser Säule. Ja, wir können hier. Doch, wir können in die Richtung schießen, wenn ich mir ganz viel Mühe gebe.
Das ist nicht so wirklich effizient. Von daher lieber, ja, hier, ja. Das sieht doch nach was aus. Werfe Granate. Gut, tu das. So, dem Roboter hat es nicht wirklich viel getan. Oh, den kriegen wir ja. Okay, gut. So, Jin, dann verrat mir mal, wie sieht es bei dir mit der Pistole aus? 77%. Gewehr 79. Achso, wir können gar keine Aktion mehr transferieren, leider. Ah, schade. Ich hatte gehofft, nochmal mit Luna feuern zu können. Geht nicht. So, Gecko kann auf jeden Fall auf den schießen. Gar kein Problem. Abgeprallt. Lebt er noch? Ja, er hat echt noch 2 Punkte. Kriegen wir den Tod? 10% Crit nur leider. Ich könnte Flashbang runterknallen. Das wäre doch eigentlich eine ziemlich optimale Gelegenheit, oder? Na, ich erwische leider nicht so viele. Obwohl, alle 3 Sektoiden erwische ich hier. Der da hinten stirbt hoffentlich sowieso. Ich hatte doch eben... So. Siehst du das? Ja, dann mache ich das so. Geklappt, Granate runter. Es orientiert sehr schön. So, dann muss Jin jetzt den hier wegnehmen. Mit 7 Punkten Damage. Funktioniert das auch? Hier transferieren wir. Sie sagt gar nichts dazu. Kein markigen Spruch oder so. Schade. So. Den schalten wir aus. Abschuss bestätigt. So, und sie hält hier einfach ein Auge offen, oder? Ich weiß nicht, ob hier hinten irgendwo... Ach guck mal, der steht hier irgendwie noch, aber ich glaube, der ist tot in Wirklichkeit. Das dürften wohl nur Grafikfehler sein. Aber sie kann auf jeden Fall mal hier rüber laufen. Um mal zu schauen. Einfach nur mal schauen. Für nächste Runde. So, der ist vergiftet und geblendet. Der ist geblendet. Zum Glück war der geblendet. Was hat er vor? Er rennt rum. Er schießt auch daneben, ja. Also die Blendgranate hier Gold wert. So, und jetzt müssen wir wahrscheinlich runter, ne? Schauen wir mal. Den können wir auf jeden Fall relativ easy flankieren. Den kann man auch ganz gut flankieren. So, Gecko, den willst du haben? Gecko kann sich den hier schnappen. Den könnte sich Luna wahrscheinlich auch schnappen, oder? Ja, Luna hat die Auswahl. Kann sich... Ah, okay. Giftgas ist natürlich nicht so geil. Den müsste sich dann Gecko echt schnappen wahrscheinlich. Er kriegt den aber nicht flankiert. Gecko in einer ungünstigen Position. So, interessante Frage. Wenn ich hier hinter ihn laufe, dann kann ich ihn slashen auf jeden Fall, ja. Oder mit der Schrotflinte oder sowas.
So, also Gecko kriegt auf jeden Fall den hier erwischt. Dann soll er sich den auch... Oh Gott, stirbt der überhaupt? Na, mal gucken. Wir haben von oben ja noch zwei Leute, die runterschießen können. Ach, jetzt habe ich aber hier Frank angewählt. Ich wollte eigentlich Gecko anwählen. Luna den auch, ja. Und Jin. Ja, dann können sich Jin und Luna den hier schnappen. So, dann lasse ich Luna mal zuerst runtergehen, hier in diese total sichere Position. Natürlich. Natürlich, sagt sie. So, 93%. Kriegst du den Tod? Nee. Der überlebt. Aber der kann ja nur noch einen Punkt oder sowas jetzt haben, ne? In der Tat, einen Punkt. So, dann kommt Jin ihr zu Hilfe. Manche würden jetzt sagen, er staubt den Kill ab. So, der ist ja nicht vergiftet, oder? Ne, der ist nur desorientiert. Der ist erledigt. Sehr hübsch. Schade, dass Gecko nicht an den rankommt, ne? Der hat nämlich total wenig Leben nur noch. So ein bisschen weiter laufen können wir jetzt total gut irgendwie. Ja, mit dem Slash könnten wir den natürlich ausschalten. Oh, lasst mich mal kurz schauen. Wie viele Punkte Schaden machen wir? 4 bis 5. Oh, der könnte echt überleben. Nee, tut er nicht. Ah, okay. Gut, also es ist alles safe. Wir haben es abgesichert, alles. So, wir gehen hier einfach mal mit dem Slash runter. Machen ja total viel Schaden. Wir springen erstmal hier hin. Verstanden, bin unterwegs. So, was würde ich damit schießen machen? 6 bis 8 Punkte Schaden nur. Mit dem Slash kriegen wir den wahrscheinlich tot. Hey, Funke Schaden. Feind erledigt. So, und jetzt lassen wir Gecko in eine Position, die halt nicht ganz ungefährlich ist, gehen. Aber da hat er halt fast einen flankierenden Schuss. Das heißt, der Schuss wird dann trotzdem einfacher, auch wenn es halt kein flankierender Schuss ist. Ich dachte schon, da taucht jetzt irgendwo noch ein Gegner auf. Lassen wir natürlich 51% nur. Feuer. Okay, ja, nicht erwischt. Da sagst du was. So, das hier ist aber ein 100% Schuss. Und ein Crit. Und wir fliegen auf. Wir fliegen noch nicht mal auf. Hammermäßig, wir sind noch nicht mal aufgeflogen. So, dann werden wir eine Runde chillen. Alle nachladen, chillen und so. Ihr kennt das ja. Holen wir sie uns. Gebe Feuerschutz. Ich bin bereit. Bin dabei. Re-up and reload. Reapers are always vigilant.
So, und dann werden wir nämlich. Wo ist denn unsere Extraction Zone? Ah, die ist ganz da hinten leider. Oh, lasst mich mal kurz gucken. Ist das so oder ist es nicht so? Wo ist sie denn? Ach, hier. Doch, wir haben noch einmal Shadow. Alles klar, dann weiß ich schon, wer welche das Ding klaut. Und der Rest wird sich nämlich schon um das Extraction Volume rumversammeln. Wo ist denn hier ein Ausgang? Hier. Oder? Ja, hier ist einer. Ansonsten hätte ich da halt einen hingemacht. Bin unterwegs. So, Elena darf aber noch mal checken, ob da drüben auch wirklich kein Gegner steht. Das wäre nämlich total blöd. I go where you tell me. Wenn wir da jetzt noch in den Gegner reinlaufen würden, so unvermittelt. So, nächster, Frank. Bin gleich da. Ja, ich frage mich, ob das hier Kühlwasser ist. Ich meine, es ist so grün. Ist es nur ein Widerschein oder ist die Flüssigkeit zu grün? Ich weiß es nicht. Oder ob das irgendwelche Abwasserbrühe ist. Lass ich mir nicht zweimal sagen. Naja, lass er sich nicht zweimal sagen, der gute Jin, dass er da reinspringen soll. Cool. Bin dabei. So, Luna und Jin hier ganz dicht zusammen. Die haben ganz gut zusammengearbeitet. In dieser Mission. Das fand ich ganz gut. Elena und Frank konnten jetzt leider nicht so gut zusammenarbeiten, ne? Weil die leicht andere Aufgaben hatten einfach. Ziel los! Bin unterwegs! So, dann geben wir mir und Luna einfach mal die Gelegenheit, hier ein bisschen aufzuschließen. Sporte los! Ja, Autos als Deckung benutzen. Ist so eine Sache, ne? Tempo! Kann man machen, muss man nicht machen. Müssen wir hin? Hier müssen wir hin. Watch my back. So, natürlich brennt es auch hier, ne? Also, na los, zeigt euch. Wie gesagt, wenn man unser Einsatzteam sucht, einfach nach dem brennenden Gebäude Ausschau halten. Da sind die hundertprozentig in der Nähe. Position bestätigt. So, und dann suchen wir uns hier irgendwie schöne Deckungen und werden dann den Rückzug von Elena decken. Ne? Wir haben leider keine erhöhte Position. Ich bin jetzt echt so mitten ins Offene gestellt. Ja, nice. Rücke aus! Das war ja brillant. Watching comes naturally. Bin dabei! So, hier scheinen auch keine Gegner mehr zu sein. Befehl bestätigt! Verstanden, rück ab! So, da müssen wir mal gucken, was haben wir hier? Hier haben wir so halbe Deckungen. Hier haben wir eine Menge volle Deckung. Bestätigt!
Na, von da aus wird Jin nie im Leben was sehen, ne? Ah, guck mal hier, dieser Stein, der gefällt mir ganz gut. Bestätigt! Rücke aus! Position bestätigt! I'm on watch. So, Gecko. Würde ich gerne auch noch ein bisschen hier irgendwie zurückziehen. Schon unterwegs! Ja, Jin ist jetzt hier in so einem Loch drin irgendwie, ne? Ist vielleicht nicht so ganz optimal. Ist egal, ich lasse ihn erstmal da stehen. Scanne Gebiet. So, jetzt sind wir soweit. Dann. I will go. So, hier ist der Ausgang. Können wir durchs Fenster rennen? Nee, durch das Fenster kommen wir leider nicht. Okay, ich setze mich mal dahin. Wir. Feuerschutz! Verschwenden hier noch eine Runde. Biete Feuerschutz. Mir entgeht nichts. Biete Feuerschutz. So, und jetzt schnappen wir uns das Dings hier. I have what you wanted. Ah, und da kommen sie. They've brought friends. Guessing that's not water in there. Shen, any readings? No signs of radioactivity. No significant energy signatures of any kind. Whatever it is, it's safe to handle. We've confirmed acquisition of the sample. Move to rendezvous at the extraction point. They found us. So, jetzt kann ich mich hier gerade nicht verbergen. So, wie weit ist denn das weg? Es geht. Ziehe los! Feuerschutz! So. Ja, interessante Frage. Sieht Luna von da aus was? Ist das dicht genug dran? Ich vermute schon. Wir könnten auch nach hier vorne vorrücken irgendwie. Um die halt auf jeden Fall kalt zu machen. Das Ding ist nur. Und los geht's! Dann sind wir wahrscheinlich für den nächsten Angriff. Scanne Gebiet. Für die nächste Verstärkung. Ein bisschen in einer schlechteren Position. Bestätigt, rücke aus! Gebe Feuerschutz! So, schauen wir mal. Was kommt denn da überhaupt runter? Stunlancer, zwei fortschrittliche Soldaten und die Stunlancer. Advent-Einheiten gesichtet. Ja, okay, Schrotflinte muss uns treffen auf die Distanz. Aber das. Aber was? Beim nächsten Mal treffe ich ihn. Ja, und Luna hat gar nicht geschossen, aber was? Doch, jetzt schießt sie. Luna trifft. So, 59%, echt. Das ist aber verdammt wenig. So, dann lassen wir zuerst mal Luna schießen. 7 Damage, nicht schlecht. Brauche Munition! Ach, wir können das nicht machen, während wir getarnt sind. Das ist natürlich besonders hässlich.
I'm on the move. I know where you are. Oh ja, da müssen wir mal gucken, wen wir uns da gleich schnappen. Wie sieht's denn hier eigentlich aus mit einem kleinen Slash? 6 bis 8 Punkte Schaden, 10% Crit. Aber da könnten wir auch so rangehen, ne, und ihn erschießen. So, Gecko kann auf den hier feuern. Aber da lassen wir ihn erst einmal nachladen. Volles Magazin ist natürlich unser Fall. Gecko trifft. Feind erledigt. So, Jin. Schießt daneben. Okay. Es bewegt sich noch. So, und jetzt wird es natürlich ein bisschen kompliziert, ne? Vor allen Dingen, es bewegt sich noch. So, ich könnte einen Run-End gar nicht hier hinnehmen. Da wären wir in einer flankierenden Position. Da müssen wir den halt ausschalten. Oder wir gehen auf Nummer sicher, gehen hier in Overwatch. Ich weiß nicht, ob ich den da vernünftig ausgeschaltet bekomme. Du gehörst mir! Ja. So. Schon dabei! So, das sieht doch gut aus. 50% Crit Chance. Brauchen wir den Crit nicht. Machen direkt 8 Punkte Schaden. So, und hier gehen wir in Overwatch, damit er sich nicht bewegt. Er bewegt sich aber trotzdem. Das ist natürlich ein Fehler. Oh, was ist das für ein Mündungsfeuer gewesen? Oh. Es kommen noch mehr von denen. Ja, lass da noch mehr kommen. So. Ich rücke aus. Jin, mein Guter. Na los, zeigt euch. Overwatch, Luna. Also hier kann man noch ein bisschen farmen bei dieser Mission, ne? Das ist halt... Ja, kann man sich aussuchen, ob man es gut finden möchte oder nicht. Kein Problem, Boss. Oh, Munition. Hier bei Feuerschutz. Ja, und jetzt haben wir nämlich genau das Problem, was ich vorhin angesprochen habe. Okay. Unser Freund Frank ist in keiner optimalen Position, um hier mit zu feuern. Aber, ja, obwohl, er ist schnell genug, ne? Da kommt er ganz gut mit ran. Wechsle Position! So, viel schlimmer ist, Munition wird langsam knapp. I am trusting you. Also wir sollten uns dann langsam zurückziehen. Hallo, Freunde. You can't think it's unmistakable. Ablemo. Oh, irgendjemand hat daneben geschossen, was Luna gerade. Ausgeschaltet. I take responsibility. Haben wir jetzt alle auf einen geschossen? Meine Flanke. Nee, doch. Haben wir jetzt irgendwie alle auf einen geschossen und den ausgeschaltet? Also sonst halt überhaupt nichts gerissen. Mit denen da auch flankiert. Luna. Ach, den können wir hier flankieren.
Ja, okay, also die Gruppe nehmen wir noch mit, ne? Und dann verpissen wir uns. Ziehe los! So, Schwert macht 6 bis 8. Schießen macht auch 6 bis 8. 50% Crit, 10% Crit. Ja, nö, dann lieber schießen. Aber der Crit. Ziel erledigt. Hab keine Munition. So, Jin schnappt sich den. Bin ja, das unterwegs. Muss auch ein 100% Schuss sein. Ganz genau. Und tot. Jin, wo hast du gerade hingezählt, Boden. Junge? Es kann losgehen. Ja, da durfte ja niemand kommen eigentlich, ne? Volk says I am to obey. Reloading. Es kann losgehen. Feuerschutz. Jo, verpissen wir uns? Jin? Ja, wir verpissen uns. Okay. Ja, da haben wir das doch eigentlich relativ unbeschadet überstanden. Alles klar. Und haben vielleicht sogar einen Captain. Müssen wir gleich mal gucken. Roger. Also Gecko wird auf jeden Fall befördert. Das können wir auch gleich noch mal schauen, wenn wir hier. Das kann ich machen. Exfiltrieren. Wo habe ich den Frank hingeworfen? Achso, Frank ist schon da, dann fehlt nur noch Elena. Elena wird gar nicht befördert, aber hat die doch auch ein paar Leute getötet. Oder nicht? Doch, hat sie. So, ach so, hier unten ist es. Ich habe gerade überlegt, hey, wo ist der richtige Knopf? Avenger, this is Firebrand. Package is secure. So, das haben wir schon mal geschafft. Frank wird nicht befördert. Evakuierung bestätigt. Schade. Der hat einen guten Job gemacht. Der Gecko wird befördert. Evakuierung bestätigt. Hat er sich auch verdient. So, Jin wird auch befördert. Das sind halt die niedrigen Ränge, ne? Die werden befördert. So, und Luna. Luna wird leider auch nicht befördert. Wir haben noch keinen Captain. Schade, schade, schade. Firebrand is returning to base. Mission accomplished, Commander. We just hit Advent where it hurts. This was a place no living human being was ever intended to see. Happy as I am to see it gone. Something tells me the aliens won't take this lying down. Ja, wahrscheinlich werden die Aliens darauf reagieren. Da hat er recht, ne? Ein Ort, den kein lebendes Wesen sehen sollte. Ja, die Menschen, die hier angeliefert werden, sind auf jeden Fall tot. So, machen wir ein Foto, oder? 24 Gegner getötet, 31 Runden, deswegen auch 2 Folgen. Ja, das ist ja super. Danke für diese Kameraeinstellung. Da ist immer irgendwas im Weg, ne? Ah, hier das. Müsste auch hinhauen, wollte ich sagen. Was ist denn Jin? Ach, der liegt da, der gammelt da immer so auf dem Boden rum. Mal sehen, vielleicht kriegen wir irgendwas von innen drin, oder? So direkt in der Nähe der. Oh ja, das hier ist auch ein gutes Bild. Man sieht Jin nicht. Das macht nichts. Fighting for freedom, rise up and join them. Ja, Leute, ich nehme noch Rekruten an. With a mug like that, gerne, sehr gerne sogar. Und ihr werdet auch eingesetzt, kann ich euch versprechen. Ne? So oft wie hier Leute ausfallen irgendwie und wie wir Leute auf Undercover-Operationen schicken und so weiter und so fort. Werdet ihr hundertprozentig auch eingesetzt, wenn wir dann auch irgendwann unseren Sechser-Trupp haben. Recent attacks by dissident elements operating outside of the city centers have done little to slow the progress of Advent's ongoing development or outreach programs.
Voluntary citizen emigration numbers are reportedly at their highest level in recent years. Jin hat den meisten Schaden ausgeteilt und die meisten Attacken gemacht, okay. Und Frank wurde am öftesten beschossen und hat sich am weitesten bewegt. Wieso hat Jin denn den meisten Schaden gemacht und die meisten Attacken? Verstehe ich gar nicht, ne? Der hat gar nicht irgendwie eine Fähigkeit, die ihn dazu... Ach so, wahrscheinlich, weil er auf den Turm geschossen hat. Da haben die anderen ja rumgegangen in der Zeit. Oh, hier gab es irgendwie Cohesion. So, schauen wir mal. Jin, mein guter. Lightning Hands oder Dead Eye? Ich musste leider Lightning Hands nehmen. Weil ich eigentlich so ein bisschen auf Pistole gehen möchte. So, und Gecko wird schon wieder befördert. Kann sich jetzt also aussuchen. Oh, der bekommt hier auch Dead Eye. Da fehlt ihm noch ein Ability Point. Nicht schlimm. Haywire Protocol oder Revival Protocol, Gecko. Kannst du dir aussuchen. So, ansonsten. Ja, Luna ist müde, ne? Auf jeden Fall. Gecko heißt jetzt Feedback mit Spitznamen. Ich weiß gar nicht, wie er in Wirklichkeit. Gecko, schreib mir noch mal, welchen Spitznamen du haben möchtest. So, und Jin ist auch müde. Also die drei durften müde sein, ne? Now that we've recovered the apparent product of the Black Site Facility, I imagine it will take considerable time and resources to uncover the true purpose of this substance. I will begin preparations for a complete analysis immediately, Commander. Ein Scope und ein Autoloader. Das ist natürlich relativ nice. Es sind jetzt alles so Basissachen. Alien Encryption. Yeah. Having now seen the inner workings of the Black Site Facility, the outcome is perhaps even more troubling than I had expected. It is clear the aliens have undertaken a gruesome task. I will leave this matter for you to investigate, Commander. Ja klar, wir kümmern uns auf jeden Fall weiter drum. Um dieses Schlachterbusiness. Okay. The aliens are relaying a form of encryption beyond anything we've ever encountered, much less theorized. We'll have to find a means of breaking the code, but I expect it will take some time. These discoveries of the Elders' horrific experiments on our people should come as no surprise, but that does not make them any less unsettling. As we have seen, they would take not only our power and our world, but the essence of our very being as well. Nah. Boy, did Advent get their asses kicked today, or what? Resistance Radio. Our ever-vigilant friends with the Resistance took a big old bite out of our alien overlords, leaving an untold number of invaders slaughtered in their wake. 24 waren's. For good news. Keine unbestimmbare Zahl. Ach, hier gibt's Donuts oder sowas oder kleine Cremetörtchen, Muffins. Geil. So, und jetzt gucken wir mal hier. Das muss doch between these soldiers continues to grow. They can gain additional tactical strengths if they continue their training together. Geil. Also, Elena und Frank können sich bonden und hier Johnson und Frank auch. Das ist natürlich total cool. So, dann gucken wir mal in die Armory. Unsere Soldaten an. So, Gecko ist an einem Tag wieder fit. So, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, theoretisch. So, das heißt, Gecko könnten wir irgendwie... Also, wir haben 7 Soldaten zur Verfügung, ne? Oder? Irre ich mich jetzt gerade? 1, 2, 3, 4, 5 zähle ich einfach mal mit. 6, 7, 8 sind sogar. 8. Okay, 8 Soldaten. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel Frank und Elena einfach zum Training wen könnte ich denn hier? Ach so, immer noch Nick und Jonas, oder? Ja, Nick und Jonas. Ich könnte euch immer noch
Schreibt mir das endlich mal. Ich könnte euch immer noch miteinander verbandeln. Wenn ihr da Bock drauf habt. So, ansonsten, wie sieht's denn aus? Frank K. und Johnson. Johnson ist, glaube ich, aber... Johnson. Wo, der muss doch irgendwo hier oben sein. Da. Ah. Frank und Johnson. Dann könnt ihr euch bessere Bros werden lassen. Oder halt Elena und Frank. Scharfschützen brauche ich demnächst, ne? Und die beiden waren auch jetzt länger nicht mehr auf einer Mission. Deswegen werde ich, glaube ich, Elena und Frank einfach verbrauen und ja, geil. Wenn ich irgendwann mal Zeit hätte, würde ich halt super gerne Frank K. und Johnson auf eine Undercover-Mission schicken. Ja gut, dann gehe ich halt direkt ins Trainingscenter, wenn ich das da nicht machen darf. So, ihr bekommt eine Auszeit. Ach, dann bekommen die hier auch Covert Operators, Spotter. Das ist super gut. So, da hocken die beiden jetzt. Also, was kann ich denn hier noch? Achso, Retraining kann ich nebenbei noch machen. Okay, interessant. So, was steht denn hier an? Resistance Radio. Ja, das brauchen wir erstmal. Dann klauen wir uns so lange noch ein bisschen Intel auf der Karte. Und Promotion, ja. Leute, da müsst ihr mir endlich mal sagen, was ihr haben wollt. Dann klauen wir uns noch ein bisschen Intel auf der Karte und dann bauen wir so einen Radio Tower und dann arbeiten wir uns da zu dieser Fabrik vor. Resistance Contacts, auch total gut. So, aber Intel hier dauert nämlich noch genau die 5 Tage, ne? Und dann können wir quasi direkt mit dem Radio Tower anfangen. The aliens continue to make progress on the Avatar project. If we're going to slow them down, we'll need to move fast. Oh. This stands as a reminder to you, Commander. Until you return to your place at the Elder's side, all who would stand with you in defiance will suffer the same fate. Na geil. Our friends in the Resistance are paying a heavy price with the Chosen running loose. We should do what we can to take them down before they hit again. Commander, the aliens aren't slowing down. They've already got multiple facilities operating across the globe. We're running out of time. Boah, ja, da müssen wir echt schnell was machen. Savor your victory, but there are no assurances of a future for any of us. Capture. Ah, auf Covert Ops. Okay, zum Glück haben wir jetzt keinen Laufen gerade. This will prove to be an important step forward. So, Resistance Radio. Jetzt können wir also auch Radio Relays bauen. Das dürfte uns echt voranbringen. So, was dauert denn hier? Ach ja, die Autopsie sollen wir immer noch machen. Ja, dann fangen wir damit an und dann nehmen wir die Advent Officers appear to be similar, if not physically the same as the common Advent Trooper in terms of power and agility. However, field reports indicate a more developed mental acuity, as the officers do provide tactical directives to the subordinate Advent forces. So, wie sieht's denn hier eigentlich aus? Achso. Breakthroughs that would have been considered nothing short of miraculous at any time before the aliens' arrival. The elderly and infirm so revitalized with a single treatment that they were often brought to tears. It's a powerful
powerful thing the aliens have developed. Perhaps their most insidious creation of all. For my part in it, I remain deeply conflicted. Die sind ja auch bald fertig, das finde ich super gut. Commander, we can now construct radio relays in any region where we've made contact with the local resistance. 49 Intel. Okay, so, und da müssen wir mal gucken. Hier drüben. Wollen wir das bauen, ne? Damit wir hier hin können. Genau, das ist da in direktem Kontakt. So, okay. Das dauert auch wieder 5 bis 7 Tage. Und dann, also in 2 Wochen haben wir hier Kontakt auf jeden Fall. Ich hoffe, wir halten so lange durch. Volunteer Army. Das konnte ich gar nicht lesen, was macht. Ich denke, das war easier than your last procedure, Doctor. Central, Commander. Yes, I find the process to be far less disconcerting when the subject has already expired. The results, however, it's best you see for yourself. My autopsy of the Advent Captain has confirmed the existence of an implant, similar in design to the unit I extracted from the Commander. But there are differences. What kind of differences? The data you see is being pulled directly from this Advent Captain's implant. The sequence here is essentially you, Commander. Or at least the tactical information they were processing through your mind. As you can see, the data is nearly identical. They were using you against us. Yes, however, the Advent data shows signs of decay. Removing the Commander from their network has likely caused significant damage. Network? Yes. What we're seeing here is a psionic network. These implants are capable of receiving and transmitting information, a great deal of information, somehow encoded in a stream of psionic energy. My working theory? Advent uses this network to augment the tactical readiness of its troops, as well as disseminate orders from its central command. Observe. Even in the subject's diminished condition, the implant continues to have an effect. A truly astonishing achievement. Or a weakness. Potentially. But I need direct access to their network to know for sure. I'm guessing that won't be easy. We'd need an active link. And that would mean hacking a live Advent officer. Like I said, not easy. Still, it's the best lead we've got. Your call, Commander. Ja, super Sache, ne? Aber diese Zwischensequenz finde ich halt so cool. Weil da halt erzählt wird, dass der, also XCOM 1 im Prinzip, also das neue XCOM 1, im Prinzip eine Trainingssimulation des Commanders war, der da ins Netzwerk eingeschleust wurde. Ne? Und das erklärt natürlich auch, warum da andere Truppen waren, warum der Geschichtsverlauf da ein bisschen anders war, warum die identischen Truppen ein bisschen anders aussahen und so weiter und so fort. Ne? Und das finde ich halt richtig cool. Das ist also eine Simulation. Und wir sind jetzt aus dem Netzwerk rausgerissen worden. Die taktischen Informationen verfallen langsam zusehends. Und wir haben denen damit geschadet. Und um zu sehen, ob das Netzwerk für einen Angriff empfindlich ist, müssen wir jetzt so einen Advent Officer hacken. Mit dem, wie heißt das? Mit dem Skyjack, genau, da steht's ja. I've updated our latest operational objectives, Commander. The Advent Captain seems to provide a means of stabilizing the link between the local subordinates and the Advent Network Tower itself. So, und jetzt können wir auch Proving Ground bauen. We're going to try to build this Skulljack that Tygen came up with. We're going to need a specialized facility to test it out. Yep. So, und hier können wir jetzt die ganzen Autopsien durchführen. Ach, und da haben wir direkt instant was. Gucken wir mal, den Trooper mit dem kann man einfach an. Knowing that my past surgical experience is limited, I am sure the crew appreciates that I hone my skills on fallen Advent forces before triaging our own wounded. To the uninitiated, the common Advent trooper is seemingly human. The aliens have disguised its most glaring divergence from the human form with a carefully designed helmet.
required a thorough analysis. I have yet to discover what, if any, advantage the Advent hybrid soldiers' enormous eyes provide. Testing their visual acuity will no doubt prove difficult. Der Battle-Scanner ist so gut, denn ich denke, damit können wir zum einen die Assassinen aufspüren, hoffe ich, und zum anderen natürlich die Puddings des Grauens. Das ist super. So, und außerdem bekommen wir instant die Stunlancer-Autopsie. Ich weiß nicht, was da dabei rauskommt. Stunlancer was apparently outfitted with the intention of serving as a civilian peacekeeping unit within the city center. Although they are equipped with weapons capable of administering non-lethal blows, recent reports indicate an increasingly aggressive stance taken by these units. Although Advent clearly intended for these units to be their means of dealing with any unruly civilians within the city centers, it seems they have come to rely on more brutal means of pacification in the time since. Bessere Schwerter und einen besseren Ripjack können wir jetzt bauen. Der ionisierte Ripjack, ja, und halt die Arcblade, ne, mit Energie einfach, wie die Stunlancer Schwerter halt. So, und jetzt müssen wir uns entscheiden, was gibt's als nächstes. Rüstung wäre schon ziemlich cool. Lost Autopsy, ja, es dauert alles nicht so lange hier. Ich habe keine Ahnung, was dabei rauskommt. Das sind alles relativ kleine Sachen, ne? Ja, vielleicht machen wir Alien Encryption. Das dauert auch nur 6 Tage. Und hoffen dann, dass wir irgendwie eine Inspiration oder wie auch immer das heißt, für die Rüstung bekommen, weil die dauert schon ein bisschen länger. I foresee a number of valuable applications stemming from this technology. I'll have a report assembled as soon as the research is complete. Das wäre super. So, dann gucken wir mal. One Training ist in einem Tag fertig. Wie viele Leute haben wir denn zur Verfügung eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 schon wieder? Okay. My kind all possess clouded memories of the facility you know as the Black Site. It is the place of our birth and the final march for those humans deceived by the Elders' false promises. In destroying it. We have done this world a great service. Dann gucken wir jetzt doch nochmal in die total lustigen Covert Actions rein. So, hier gibt's Hacking. Das wäre vielleicht eine ganz gute Sache. Hier gibt's auch Hacking. Achso, die können jetzt natürlich immer gefangen genommen werden im Moment, ne? Das heißt, im Moment sowas zu machen wäre total blöd. Hier den Bond. Ach genau, da können wir dann Frank und Dings gleich reinschmeißen. Und dann können wir die hinterher gleich... Oder sind die... Die sind dann schon auf Stufe 3, oder? Lass mal kurz gucken. Nee, Frank noch nicht. Aber die können wir dann auf Stufe 3 gleich heben, ne? Die lassen wir da einfach trainieren. Frank und Johnson lassen wir einfach auf Stufe 2 trainieren. Und dann schicken wir sie auf diese Covert Op. Und... Ja, das wäre doch was, oder? So, wann gibt es denn hier Supply Drop in 3 Tagen wieder? Okay. Mal sehen, ob da vorher noch was passiert. Got an urgent communication coming in for you now, Commander. I had high hopes for the resistance under your leadership, Commander. And you have outdone yourself. Ja, weiß ich nicht. I was good before, oh. But this is something else entirely. I'm on a whole other level. Wow, okay. Er ist jetzt brutal. Und das heißt, jeder Soldat, der einen Angriff von ihm mitbekommt, also der muss ihn nur sehen, ne? Nicht selbst Ziel sein, der bekommt reduzierten Willen. Na toll. Wie viel Intel haben wir denn? Ja, wir müssten eigentlich schon sehen, was die hier vorhaben, oder? Okay.
Okay, das ist natürlich scheiße. Hat es jetzt gar nichts gekostet? Das wird bestimmt... Ja, das hier sollten wir dann auf jeden Fall verhindern, denke ich. So, in 2 Wochen schon die nächste Facility und da müssen wir halt eine ausschalten. So, hier haben wir immer noch nichts gerissen. Na geil. Ja, ich denke, der Excavation ist im Moment tatsächlich für uns noch am nützlichsten. Ja. So, den Supply Drop ignorieren wir erstmal. Once the Elders go about their merry way, it might make for an interesting game reserve. Maybe I'll just turn whoever survives loose on each other. Das hatten wir doch schon, den Spruch, oder nicht? Kam jetzt irgendwie bekannt vor. So, ein Engineer bekommen wir, 90 Intel nochmal, super. VIP sollen wir retten. Ja, würde ich sagen. Machen wir direkt, oder? Also, ich schmeiße mal alle raus. So, wen nehmen wir mit? Wir nehmen auf jeden Fall... Nein, das ist der falsche Frank. Ich habe mich gerade gewundert, warum ist er schon auf Stufe 2? Wir nehmen natürlich diesen Frank hier mit und Johnson. Die haben nämlich ewig keine Action mehr gesehen. Johnson müsste sich mal noch entscheiden, ob er Shadow Strike oder Shadow Step haben möchte. Das wäre total gut. So, die beiden nehmen wir auf jeden Fall mit. Ein Ranger und ein Scharfschütze. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir noch Torben mit. Und zusammen mit Ronas. Dann haben wir hier ein sehr gut ausbalanciertes Viererteam. Und als fünften... weiß nicht, möchte einer von euch noch mit auf eine Mission irgendwie? Nick zum Beispiel war jetzt eine Weile nicht mehr dabei. Jonas auch nicht. Ansonsten würde ich hier irgendwie einen von den beiden mitnehmen, wenn keiner möchte. Wir gucken mal, Nick, was musst du noch entscheiden bei dir? Shadow Strike oder Shadow Step? Musst du dir noch aussuchen, Nick, wenn du mit möchtest? Und ansonsten, Jonas hatte ich gesagt, ne? Gecko könnte auch nochmal mit, warum nicht? So, Jonas müsste sich hier entscheiden. Er kann Bett einnehmen, da hat er auch genug Punkte für locker. Und dann Revival Protocol oder Haywire Protocol. Ja, also wie gesagt, den Spot hier lasse ich mal noch frei. Da würde ich dann irgendjemanden mitnehmen, ne? Wer halt gerade möchte. Nick und Jonas, ihr müsst mir mal noch sagen, ob ihr beste Freunde werden wollt. Für immer. Ne, ihr habt eine Kompatibilität von 7, noch was irgendwie. Das ist super gut. 7,1, okay, das ist nicht ganz so hoch wie... wer waren das? Elena, glaube ich, ne, und Frank G. haben. Aber es ist immer noch hoch genug. Also hier irgendwie... Ja, Gecko, Nick, Jonas, einen von euch. Würde ich auf jeden Fall mitnehmen, biete ich euch an, wenn ihr möchtet, wenn ihr alle sagt, ihr möchtet nicht. Dann nehme ich halt einen Mox oder den Templar mit. Dann, ja, wahrscheinlich dann eher den Templar, ne, damit er auch ein bisschen befördert wird. Mox ist ja auch schon Sergeant. Ansonsten, neue Rekruten nehme ich auf jeden Fall gerne noch an. Und nach der Mission werde ich dann Frank und Johnson aufs Bro-Training-Seminar schicken. Bei uns in der Avenger ist das zufällig. Super. Und irgendjemanden schicke ich dann möglichst irgendeinen, ja, vielleicht Torben und ja, irgendjemand würde ich halt gerne auf eine Covert Op schicken tatsächlich, ne? Müssen wir mal gucken, ob sich da eine anbietet. Ansonsten war es das für heute, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Tschaußen.